Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um das erste Let's Play Stargate Network. Ein Spiel von Fans für Fans und eigentlich ein Spiel, was hätte schon vor 10 Jahren, als sie die ersten Stargate World, Renaissance und noch irgendein Spiel entwickelt haben, das hätten sie von Anfang an so machen müssen. Dann wäre es auch erfolgreich geworden und dann würde es wahrscheinlich auch massive Spiele geben wie bei Star Trek. Aber nein, sie haben es nicht geschafft. Und damit sind sie natürlich im Ruderboot nach unten gegangen. Wir gucken uns heute zumindest die Erde an. Mal gucken, was die Zeit sagt. Es gibt noch Abydos, die Snowwelt, also die Schneewelt und die Chumberworld. Ja. Es sind 4 Welten. Das einzigste Schlimme ist, man kann nur von der Erde nach Abydos, Abydos zur Schneewelt, Schneewelt zur Chumberworld. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der Erde, gucken uns da mal im Kommando um. Meine Einstellung scheint auch alle zu funktionieren. Weil die ganze Zeit wollte es nicht aufnehmen. Ich habe bestimmt jetzt, weiß ich nicht, 5., 6., 7., 8. Mal, was ich jetzt hier schon aufnehme. Weil ständig hat es geruckelt, hat nicht funktioniert und das ist, ja, Einstellung halt, ne. Ich bin doch schon durchs Dock gelaufen. Ja, es ist mittlerweile schon sehr spät. Aber ich wollte es gerne machen. Das Gameplay. Ja, es scheint auf jeden Fall besser zu funktionieren. Es gibt 2 Versionen, Version 2.3 mittlerweile, wo man wohl 2 Welten hat und nur ein bisschen vom Kommandosender. Das zeige ich euch auch, was in der 2.3 da ist. Ansonsten in der 4.0 hat man jetzt ein bisschen mehr vom Kommandosender und ansonsten hat man jetzt die 4 Welten. Und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Ja, ich habe jetzt in der Einstellung, ihr könnt jetzt auch in der Einstellung, könnt ihr hier auch einstellen, Epic-Moment, ja, also richtig geile Qualität, wirklich fast 4K. Da sieht man richtig geil viel. Man kann hier die Fenster einstellen, ja, riesengroß oder so oder so oder so. Ja, welches Monitor, Audio kann man noch nicht einstellen. Finde ich schade. Gameplay leider nur Englisch und Französisch. Ja, ihr seht, was man hier einstellen kann. Und ansonsten Control kann man noch ein bisschen was einstellen. Ja, ihr seht, ja. So. Ihr seht die Qualität hier, ja, also man erkennt hier wirklich mega, mega viel, die ganzen Sternadressen. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns an. In dieser Version 2.3 gibt es das auch. Ja, dieses Stargate-Sender. Ja, wenn man sich das hier in 4K angucken würde, dann würde man natürlich mega geile Qualität erwarten. Da ich aber nicht so einen Hochleistungsrechner habe, der eigentlich für Spiele überhaupt nicht ausgelegt ist. Selbst für dieses Spiel eigentlich nicht so. Ja, vor allem das finde ich mega. Vorsicht, Gorwitz, schließt die Tore! Ja, dann gibt es hier 2 Wege, rechts und nach links. Und wir gehen jetzt natürlich erstmal nach links. Ja, ich habe mir auch alle schon angeguckt, ihr seht, es ist ja ein ewig langer Weg. Hier geht es leider nicht weiter, aber rein theoretisch in der nächsten Version kann man wahrscheinlich nach da hinten. Wahrscheinlich kann man auch bald mit dem Fahrstuhl fahren. Hier kann man noch nichts machen, finde ich leider sehr schade. Ja, und dann kann man hier wieder reingehen. Ja, da kommt man jetzt das Control Center, da gehen wir auch gleich hin. Ihr seht, die Tür ist hier zugeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch diese Karte gibt. Ja, hier kommt man auch wieder in das Control Center, die andere Seite. Ansonsten, diese Türen sind leider alle geschlossen. Und ansonsten gibt es hier nur diesen Weg. Ja, die Türen sind noch alle geschlossen, also egal wirklich. Ja, also für diese 2 Gigabyte, das liegt halt wirklich durch diese 4 Welten. Ja, und hier ist halt alles zu. Wenn man jetzt irgendwelche autorisierten Karten hätte, dann würde man wahrscheinlich auch da hinkommen. Ihr seht, man braucht hier eine Karte. Ja, Need Card Access. Ich dachte, hier gab es auch eine. Also ich glaube, in einem Gameplay habe ich das sogar gesehen gehabt. Aber ich habe keinen Plan, wo da jetzt eine sein soll. Ich habe wirklich schon alles geguckt, wie gesagt. Ich habe jetzt ja schon Massen an Aufnahme gemacht und jedes Mal hat es gestockt. Ich hoffe, dass die Videoaufnahme funktioniert.
Ja, und für die, die jetzt fragen, dann fragen, ja, aber Netzwerkadressen, ja, woher kriege ich die? Also sprich für Stargate, man kommt ja dann hier unten rein, ja, man kommt dann, kann dann hier hochgehen. Ihr seht, das stockt auch ein bisschen. Wenn ich so spiele, als jetzt ohne irgendwie OPS anzuhaben, kann ich ruckelfrei spielen, aber irgendwie nimmt er das leider in der normalen FPS nicht auf. Hier kommt man leider auch nicht lang. Ja, ihr seht hier, das ist mega geil gemacht. Und hier kommt man hoch. Das gab es in der Demo, also zumindest in dieser Stargate-Version 2.3 noch nicht. Ja, das gab es, wie gesagt. Hier zum Commander kommt man leider auch noch nicht. Tor geschlossen. Ja, man ist hier im Besprechungsraum, bevor es zu den Einsätzen geht. Man kann hier eine Lampe anschließen. Und dann kommt man hier nicht hoch. Aber ich denke, das wird irgendwann so passieren. Ja, und dann kommt man wieder runter zum Stargate-Sender. Ansonsten, für die, die jetzt fragen, ja, okay, Stargate, ja, wie gibt man das ein? Man kann natürlich auch Pech haben, indem sich das Tor alleine öffnet, ja, wie es bei in der Serie ja auch ist, wo dann auf einmal kommt, oh, Vorsicht, Eindringlinge, ja. Man kann auch eigentlich die Türen schließen, das, ach ja. Ja, moin, ich habe die Karte gefunden, bin ich doof. Ja gut, dann gehen wir jetzt mal weiter gucken. Ja gut, hier war ich noch nicht. Wie gesagt, es ist, ich habe die Karte ewig nicht gefunden. Lag sie vor mir auf dem Tisch. Da passiert jetzt nichts. Tür ist noch geschlossen. Da musst du erstmal probieren hier. Ja, die haben mir wie gesagt sehr viel noch gespart. Ach, das ist geil, ey. Ja, stockt wie gesagt. Für die, die wirklich Bock haben, geht auf stargate-network.fr, ladet euch das Spiel runter. Wie gesagt, es ist nicht verboten, es ist wirklich legal. Es gibt sogar schon die, ach hier. Bin ich denn jetzt? Ach hier. Wie gesagt, hier stockt es ein bisschen. Ach genau, hier ist der Besprechungsraum. Mega, ey. Wie gesagt, es stockt halt leider nur, weil mein Rechner ist dafür nicht so ausgelegt. Jetzt kommt man hier wieder hin. Also ihr seht, man hat hier wirklich. Ach, und da kommt man auf die Seite. Ich glaube, so viel gab es hier gar nicht mehr zu sehen, aber irgendeine Sache gab es hier noch. Dann müssen wir mal. Das ist der Fahrstuhl. Die Tür ist geschlossen. Ach, hier kommt man hier wieder raus. Na, mega, ey. Ja, ihr seht, es ist mega, mega geil, was die hier gemacht haben. Aber wie gesagt, es stockt halt unendlich. Wenn man, wie gesagt, alleine spielt, also wirklich ohne jetzt, dass diese Frame da einstellt, wie ich es jetzt habe. Ich weiß auch nicht, wie gesagt, warum es mein Rechner nicht so will. Warum mein Rechner da auch sagt, nö, pff, kein Bock drauf. Finde ich, wie gesagt, ein bisschen kurios. Andere Konsolen, das scheinbar funktioniert, also jetzt hier Xbox und alles, was es so gibt. Ach, hier hinten war ich hier hinten schon. Ja. Wie gesagt, Xbox und PlayStation, das funktioniert soweit, also zumindest
PlayStation 3 mit Komponentenkabel. Ansonsten Xbox. Jetzt bin ich doch hier wieder. Bin doch hier durchgekommen, oder? Nee, hier ist... Ach, das war's schon, oder was? Aber da können wir jetzt mal gucken, ob wir noch oben beim Kanal reinkommen. Jetzt habe ich mich verlaufen. So, dann gehen wir nochmal hoch zum Kernel. Wie gesagt, ach ja, warte mal, RIP. War ich bei der Tür schon? Gab's hier auch so einen Code? Nee, gell? Nee. Ja, wie gesagt, das Spiel ist in voller Entwicklung. Sie entwickeln halt Ewigkeiten und man muss halt dazu sagen, sie entwickeln das in der Freizeit, ja? Das heißt, sie nehmen dafür kein Geld. Sie bekommen dafür kein Geld. Sie entwickeln das halt wirklich nach ihrer Arbeit, weil sie halt eben für Fans das Spiel spielen, also machen wollen. Ne, hier ist tatsächlich nichts. Ja, mehr geht hier wohl nicht. Okay, gut. Ja, also es ist, ihr seht, es ist eine mega geile Station. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe, wie gesagt, es schon alleine erstmal gespielt, bevor ich es aufgenommen habe. Nur leider gab es dann halt immer wieder diese Probleme, wie gesagt. So, und ich würde sagen, wir reisen jetzt nach Abydos. So, und dazu brauche ich jetzt aber den Code. Für viele, die jetzt fragen, hä, wie jetzt Code? Einfach wirklich bei Google eingeben. Da findet ihr eine Internetseite. Ja, also es ist halt wirklich, da, ihr findet da alles. Und wichtig ist, wenn ihr das Fenster aufmacht. Ihr seht hier, ihr macht dann die Tastatur auf. Entweder ihr guckt nach den Bildern oder ihr macht es einfach VUD. Dann eigentlich die Klammer. Ich habe aber die neuen einprogrammiert. M und das Q. Dann geht man hier auf Enter. Rechte Maustaste. Und ich würde sagen, wir reisen jetzt auf den nächsten Planeten und auf den ersten, und zwar ganz klar auf Abydos. Es gibt insgesamt 4 Planeten, wie gesagt, es ist Abydos, die Schneewelt und den Chamber. Man muss halt von der einen Welt zur nächsten Welt und von der Welt zur der Welt, und ja. So, und da würde ich sagen, wir sehen ja gerade, es entwickelt sich. Es öffnet sich gerade. Wir sehen uns bei dem zweiten Teil, beim zweiten Part, auf den Weg zu Abydos. Dann gucken wir uns Abydos an. Mal gucken, wie lange der Part dann geht. Und dann werden wir uns die nächsten Welten angucken. Entweder splitte ich das auf 4 Teile, damit es nicht zu lang geht. Und ja, bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten. Ansonsten schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet.